Feuerwache 32, 11.23 Uhr. We came as soon as we could. She wants a five-star goddamn wedding. Lynch. Biggs, you two investigating the house fire on Kenmore Avenue as well? Yep. Why? I had a look around the place while I was out there. Do you believe the fire? I deal in facts, Phelps. Evidence of an explosion. No obvious sign of accelerants. Wiring looks intact. Come and take a look at this. Is the heater from the Sawyer fire out? Yes, it is. Mhm. Reginald Vanley, Wartungsübersicht, ja, ja. Und einmal kam Ernesto Acquedo. Oh. Looks like it was recently serviced. Okay. I have a theory, and it's a theory only. I don't have enough evidence to prove... Al, if you say it's so, we're listening. Okay, Phelps. You're a bright penny. You have a gas supply. You have a Bunsen burner as a pilot light. You have a regulator valve, and the balloon represents the gas expanding in the room. Now, the gas has to make contact with the mosquito coil to form an explosion. Let's see if you can work out the chain of events. Was? Was? In sowas bin ich doch. Sowas bin ich doch so schlecht. Hier irgendwelche physikalischen, chemikalischen Zusammenhänge. Was? Ahnung. Moment, Moment, das logisch aufbauen. Das da ist diese merkwürdige Spirale, ne, die vorhin schon mal angesprochen wurde, als dieser Brandfuzzi da war. Hier dreht man das Ganze auf. Versuchen wir es doch mal ein bisschen logisch. Da dreht man das Ganze auf. Dann packe ich das dahin. Und das hier ist was? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. The gas bubble needs to be next to the coil if it's gonna ignite. Ach. Ach, okay. Ach, das ist der Ballon und der? Dann ist das aber vermutlich... Dann ist das aber vermutlich so nicht richtig, würde ich sagen, oder? Dann würde ich eher sagen, das kommt weg. Ja, ja, leg das mal bitte zurück, genau. Dann dreht man es in der Mitte auf. Auf der linken Seite entweicht dann die Luft, auf der rechten Seite wird der Ballon aufgepustet. Good, your regulator's in position. Okay, I'll light your pilot and turn the gas on. You pull the lever on the left to turn on the gas. Links den Hebel, also den jetzt, ne? Jo. Ach so, da kommt die... Puh. So that's how it's being done. Maybe. There could be a fault with these valves. I've adjusted this one for our experiment, but you need to take it to InstaHeat and see what they say. Their headquarters is on North Harvard Boulevard, number 262. Thanks, Albert. You're welcome, Biggs. See you at the next show. Okay. So, habe ich das Ganze gelöst, obwohl ich gerade im ersten Moment nicht gecheckt habe, dass da ja noch eine Flamme hin muss, aber es war richtig. So, ab zu InstaHeat. And where exactly are we going? Oh, ich mag die Stimme so, ne? Ich finde die echt toll, muss ich sagen. Oh, lecker. Oh, lecker Eis. Show? The next fire. We should go to the factory and see how many of these things are going bang in the night. You know this Chapman character? Guy's a freak. Loves fires. He's the kind of guy that would fight for a lot of things if we don't really have any credible evidence to pursue him. InstaHeat-Fabrik, 2.36 Uhr. Na dann, wollen wir uns doch hier mal ein wenig umhören. LAPD Detectives, ma'am. We need to speak to someone in charge. I see. Well, duty manager for today is Mr. Rasik. You should find him in his office. Okay. Ivan Rasik.
Stuff only. Moment, Moment. I was married by a judge. Should have asked for a jury. New and improved model. We'll be selling these like hotcakes. Oh ja. Können wir da einfach so rein? Hey, fuck you. Was? Was ist denn hier los? Wie fuck you? Das sind alles nur irgendwelche Zipsen? Poor kids. Losing everything like that. Da können wir nicht rein. Er ist in seinem Büro. Ja, wo ist denn sein Büro? Nett, dass sie uns das auch mal sagt. Ach, hier vielleicht? Was? Was? Wer ist nice? Oma? Ah, der hier wahrscheinlich, ne? Detective Phelps and Biggs, arson. We're investigating a couple of house fires. What can you tell us about this? Pressure regulator from a Model 70. Let me take a look. We have a problem. This has been tampered with. What? You see this diaphragm? It forms a seal across the saddle here. Gas flows across from here to here. The diaphragm regulates flow. It's been reversed. It's a subtle change, but it means the gas never closes off properly. Okay. So you're telling me that this is not a manufacturing fault or service repair? I don't think there's anything inherently wrong with the design. Warum lächelt er so komisch? Ja, ich weiß nicht, Produktionsfehler? Aber er guckt so komisch. Ich glaube, ich zweifle das mal an. Also ich weiß nicht, wenn er sagt, es war ein Produktionsfehler und dann sagt, also, ne, und dann sagt er, ich glaube nicht, dass es ein Produktionsfehler ist. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, eigentlich, dass es einer ist, weil er sagt doch, dass wir manipuliert wurden. Aber er guckt so komisch und deshalb. You're telling me that you've never had any problems with this heater. Look, you've changed the design since the Model 70. These things are still being installed? It's the demand. None of us could keep up with the amount of housing going up. At the budget end, we're still using some of the old stock. We are installing 100 heaters a week. They're not all faulty. They're not all safe either. Ja, das ist ja toll. Sie sind nicht alle kaputt, nur ein paar davon. Are these diaphragms prone to failure? They tend to go after a while. The rubber lasts quite a few years and then it perishes. So the guy's names that I've been seeing doing the repairs on the heaters, they're fully licensed and accredited. Sure, of course they are. Na, du sagst doch wieder nicht die Wahrheit. Die Leute, die das reparieren, Boiler gewartet von Valley. Von Ryan gewartet. Ja, die Frage ist. Na, das ist wieder so eine blöd gestellte Frage, ne? Haben die halt alle die Berechtigung dazu? Und ich weiß nicht. Boiler von Ryan gewartet. Und vor allem, wenn wir das nehmen, was nehmen wir jetzt? Wo ist der Unterschied? Boiler der Sawyers, zerstört nach Wartung durch Reginald Varley. Das ist der Boiler der Steffens, zerstört nach Wartung durch Matthew Ryan. Sagt aus, dass es einfach ist, den Gasdruckregler zu manipulieren. Also er sagt definitiv nicht die Wahrheit und ich nehme jetzt Lüge. I think you're lying, Rasek. I think some of your men aren't fully licensed. You're desperate to cover your sales. And how are you going to prove that, detective? Name me one of my guys who would have overlooked a fault like this. Ja, jetzt bin ich mir wieder nicht so sicher, ob das mit der Lüge doch eine gute Idee war. Aber gut, wenn er jetzt sagt, nennen Sie mir einen, ja, dann nenne ich einfach mal den Varley. What about Reginald Varley? Gott sei Dank. You know about Varley. Ach. He's on the run for a divorce interstate. It's not so bad. You in the habit of hiring criminals, Rasek? I need guys, detective. This boom is a once-in-a-lifetime opportunity. I want you to get me a copy of the list of your installers. Okay, I'll get it for you. There, around a dozen of them. Housing business is going crazy at the moment. Okay, was haben wir da? Den komischen Averedo Ernesto, Liste der Gasinstallateure. This is a long shot,
We are not going to roust that whole list. Yeah, Cutter Robert. I want to run it by R&I. Cross-reference for arsonists. Okay. See if any of these guys have any previous. Sir, I need to use your phone. Go right ahead. Okay. So, Telefon. Telefon, Telefon. What the hell? Was? Was ist denn da draußen wieder los? Wo hat der Typ denn sein Telefon? Der das nicht hier direkt stehen? Bin ich gerade ein bisschen blind und sehe das Telefon nicht? Hier ist doch gar kein Telefon. Es macht immer, es klingt immer. Na, das Telefon ist wahrscheinlich hier draußen im Gang, oder? Oder aber bei der... Was? Regt euch doch nicht auf. Bei der Truller hier vorne? Hier ist ein Telefon. Truller, kann ich mal dein Telefon nehmen? Nee. Warum geht denn das nicht? Was zur Hölle? Der hat kein anderes Telefon, oder? Ich bin blind. Ach, hier. Nee. Doch. Na Mensch. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need to know if any of the following names have a previous criminal history. Okay, Detective, run the names. Acevedo Ernesto, Clemens Walter, Elgrim John, Gable Leroy, Kellegrew Peter, Cutner Robert, Limehouse Albert, Manning Franklin, Neves Raymond, O'Brien Thomas, Ryan Matthew, Spurgeon William, Varley Reginald, Zurich Stephen. So schnell kann die jetzt nachgucken. Previous conviction for arson and malicious damage. Burned down a house in Westwood in 1942. 4-year jail term. Thanks. Ryan Matthew, charged for contempt of court, attempted murder, plea bargained down to assault charge. Anyone else? There is a Reginald Varley wanted for murder by Detroit Police Department. Oha. Thanks. You've been a big help, young lady. Okay, das hat sie jetzt echt mal schnell rausgefunden. Und ich kann mir schon wieder vorstellen, dass es am Ende so wird, dass wir 3 oder 4 Verdächtige haben. Und dann natürlich alle ver... Können wir da rein? Nee, schade. Dass wir dann natürlich alle verhören müssen. Your employment roster is quite the rogues gallery, Mr. Rick. Desperate times indeed. Es hat aber gerade, als ich hier rumgelaufen bin, das immer so pling pling gemacht. Ach, er setzt sich wieder. Wollt ihr da jetzt noch eine Runde quatschen oder was? Do you have an address for Clemens? He's working on an apartment building on Catalina and 3rd. What about Ryan? Currently working at a housing development on Normandy and 1st Street. Varley, where is he? Beverly and Mariposa, currently working on a new housing development. Hey, Varley's a good guy. You can't harass all my people. These guys have lockers. Yes, they do. But my men have a right to some privacy. Don't you need a warrant or something? Show him and keep quiet. Ach, der ist so super. Vor allem nur bei dem Varley, sagt er. Here. Happy now? Ja, ja, super happy. Stick around, Mr. Rasik. Nur bei dem Varley sagt er wäre ein guter Typ. Moment. Walter, na, da bin ich gespannt. Was hat er denn hier? Oha, Gesetz und Autorität. Ein anarchistischer Aufsatz von Pierre Kropotkin. Anarchistische Gesellschaft von Los Angeles. Okay. Clemens is a fellow traveler. Dann wollen wir doch mal schauen, was da so drin steht. Wenn Ignoranz die Gesellschaft und Verwirrung die Köpfe der Menschen beherrscht, werden Gesetze vervielfältigt, die Gesetzgebung soll alles richten. Und jedes neue Gesetz ist ein neuer Irrtum. Die Menschen werden verleitet, von ihm zu fordern, was nur aus ihnen selbst kommen kann. Aus ihrer eigenen Bildung, ihrer eigenen Moral. Okay, das war's schon. So, dann... Hier ist der nächste, Ryan Matthew. Ach, sieh mal einer an. Ja, schön Gesetz und Autorität. Ja, oh, 5 Cent. Aha, 5 Cent kostet das Ganze. Gut.
some light reading on the merciless capitalist machine. Und eine Zange. Nope. Nope. Das hat er auch schon lange nicht mehr gesagt. So, da unten sind Schuhe auch nicht wirklich interessant. Dann bin ich jetzt gespannt auf den letzten Spind von Reginald Varley. Ach, diese Moskito. Pepperwort, Muskel, vertreibt Moskitos. Auch gegen Mücken und Sandfliegen für drinnen und draußen. A company went through thousands of these in the war. Still got eaten alive. Okay, die Moskitospinne. Ach, sonst ist da nichts mehr. Okay. Na, Kollege? Advice? So check the lockers. Ja, hab ich ja. Moment, Moment, kann ich mir die alle... Ich könnte sie mir alle nochmal anschauen. Nee, den hier nicht mehr. Moment, dann habe ich bestimmt was übersehen. Dann gucke ich in die beiden auf jeden Fall nochmal rein. Das hat mich jetzt gerade auch verwundert. Das ist nur die Zange. Vielleicht hätte ich das nochmal öffnen müssen. Eventuell liegt da was drin. Steht da was drin? Jetzt müssen wir uns das hier alles nochmal anschauen. Ja. Komm, mach hinne. Ja, wenn ich nur ran. Sehr gut, das ist das gleiche, was wir gerade eben auch hatten. Und jetzt läuft es hier einmal komplett durch. Aber warum kann ich mir die beiden Spinde nochmal anschauen und den ersten nicht? Das heißt ja, ich habe hier was übersehen, oder? Die Menschen werden verleitet, von ihm zu fordern, was nur ja, ja. Das hatten wir ja schon. Ryan wants the world to be a better place, don't we all? Das ist nur die Zange, das ist das hier. Okay, dann ist da aber definitiv nichts drin. Ich kann mir unten die Schuhe nicht angucken. Ah, gut. Jetzt vibriert es auch nicht mehr, wenn ich dran vorbeilaufe. Dann gucken wir hier nochmal kurz rein. Den Spind hat er auch gerade ganz automatisch zugemacht. Er nimmt sofort... Kann ich das öffnen? Gleich mal gucken. Ah, alles klar. Varley has a problem with bugs. Moskitospiralen. So, jetzt ist es auch okay, wenn er den automatisch zumacht. No, I didn't know that. It's the favorite choice of ignition by arsonists. Gives them time to get away. You're crazy. He probably lives near the canals in Venice. Mind if I leave you to it? I got work waiting. Ja, ja, komm, kümmer du dich um deine Arbeit. Wir fahren jetzt zu den drei Vögeln. Huch,